Mit der Frage, die meisten wissen von euch, dass man sagt, Kirche oder Pfingsten ist irgendwie der Geburtstag von Kirche. Und das stimmt auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann man da auch seine Fragen stellen, das mag ich jetzt gar nicht, aber die Frage für viele junge Menschen ist doch immer wieder, warum überhaupt Kirche? Diesen Laden, den ich als junger Mensch und auch als älterer zurzeit immer nur skandalisiert in der Zeitung lese oder im Internet lese, dass es da irgendwelche Skandale gibt und Missbrauch gibt und Finanzskandale und weiß ich was, seltsame Menschen, die Verantwortung haben, aber nicht glaubwürdig sind oder scheinen. Viele Menschen, vor allem junge, stellen die Frage, was soll ich denn da überhaupt? Warum überhaupt Kirche? Kann ich nicht auch außerhalb der Kirche an Gott glauben? Was ist eigentlich die Kirche? Wer oder was ist eigentlich die Kirche? Der Frage möchte ich mit euch nachgehen mit den folgenden Punkten. Die kann der Alex jetzt mal einspielen. Erstens, Kirche ist Verwandtschaft. Zweitens, Kirche hat eine Mutter und ist eine Mutter. Drittens, Kirche ist Wohnort Gottes in der Welt. Viertens, Kirche macht Gottes Wort lebendig und wahr. Kirche braucht dein Zeugnis, du bist Kirche. Und Beichte, mal schauen, ne? Abend der Barmherzigkeit ist Versöhnung mit Gott und mit der Kirche. Jetzt kann man das wieder wegtun, nur damit ihr den Überblick habt. Mehr habe ich gerade auch nicht da als diesen Überblick. Ich gehe zurzeit auf Firmungen und unsere Firmlinge sind jetzt neuerdings 16, früher waren sie 12 und ich versuche ihnen auch zu erklären, das sind fast immer junge Menschen, die von weit her kommen, sich doch noch irgendwie entschieden haben und überreden lassen haben, die Firmung sich spenden zu lassen. Und trotzdem haben die natürlich die Not und die Sorgen von Menschen von heute, warum soll ich da hingehen? Und wahrscheinlich wird es doch so sein, dass auch nach der Firmung die meisten dann nicht mehr da sind, weil es jetzt nicht so wahnsinnig prickelnd ist für die, am Sonntag in die Kirche zu gehen. Warum ist es so? Weil der durchschnittliche Gottesdienstbesucher und vor allem junge Mensch, wenn er in den Gottesdienst geht, auch meistens in einer Perspektive, in einer Haltung ist, die eine Beobachterperspektive ist und nicht eine Teilnehmerperspektive. Was bedeutet das? Naja, stellt euch vor, ihr seid auf dem Fußballplatz und sitzt im Stadion und unten spielen die dann und ihr seid Beobachter und findet das, je nachdem wie eure Mannschaft kickt, gut oder schlecht oder sowas. Ne? Was völlig anderes ist, wenn du auf dem Feld bist, auf dem Platz bist und dich reinhaust und mitmachst und dich verausgabst und Teil des ganzen Spieles bist. Und meine Frage ist, wie kommen wir eigentlich in Kirche von der Beobachter- in die Teilnehmerperspektive? Und das, was ich euch jetzt versuche zu verdeutlichen, ist noch viel mehr. Die schönen Zeugnisse von der Sophia und vom Simon haben etwas davon erzählt. Kirche ist Verwandtschaft. Stell dir folgendes Bild vor. Stell dir vor, du bist ein 10-jähriges Kind und aus irgendeinem Grund sind deine Eltern gerade nicht mehr da oder nicht da oder jedenfalls fühlst du dich alleine. Vielleicht sind sie gestorben, vielleicht bist du ein Kind in der Ukraine und dein Vater ist im Krieg und weiß auch immer. Ne? Es ist möglich, dass du alleine bist. Vielleicht sind auch unter uns Jugendliche, die diese Erfahrung gemacht haben, dass sie alleine sind. So, also stell dir vor, du bist alleine, aber du hast einen guten Freund. Und dieser Freund sagt, pass auf, ich habe mit meinen Eltern gesprochen, magst du nicht bei uns mitleben, dass du irgendwie auch Teil unserer Familie wirst? Und du bist vielleicht froh, weil du die auch magst, weil du deinen Kumpel vor allem gern magst und gehst mit in die Familie. Und wenn es gelingt, wirst du allmählich Teil dieser Familie. Und ich habe mich jetzt immer gefragt, also wenn ich mir die Situation so überlege, was muss passieren, dass du zu dem Vater der Familie irgendwann auch Vater sagst. Weil normalerweise kommst du in die Familie und nehmen wir mal an, die heißt Huber, dann sagst du vielleicht am Anfang Herr Huber. Und vielleicht nach ein paar Tagen sagt er, du kannst zu mir sagen, ich bin der Max. Und dann sagst du Max. Aber deine neuen Geschwister, vor allem dein Kumpel, sagt immer Papa.
was muss passieren oder was passiert eigentlich, dass du irgendwann selbstverständlich Papa sagst? Ich habe eine junge Frau, mal vor einiger Zeit auch verheiratet, die sowas erlebt hat und die heute sagt, also die Eltern, bei denen sie dann aufgewachsen ist, sind für sie Mama und Papa. Und sie sagt auch so zu denen. Wenn man dem nachdenkt, dann spürt man, es geht um Vertrauen. Erstens, glaube ich, musst du irgendwie deinen Kumpel gern haben und spüren, dass der irgendwas Richtiges meint, wenn er zu Papa Papa sagt. Ist ja auch sein Papa. Und du musst spüren, dass dich die anderen mit reinnehmen. Und du musst spüren, dass dich der Papa gern hat. Oder der neue Vater. Und irgendwann geht es über und du lernst Papa sagen. Oder Vater oder wie auch immer. Vielleicht sogar mit Spitznamen oder sowas. Das, was da passiert, ist ein Bild für, oder eigentlich ein natürliches Abbild von dem, was wir glauben, was in der Kirche eigentlich passiert. Wisst ihr, wenn der Pfarrer eine Predigt beginnt und euch anspricht mit liebe Brüder und Schwestern, gell, wenn Comedians die Kirche verarschen wollen und irgendwie einen Pfarrer spielen, dann sagt er ganz, na dann liebe Brüder und Schwestern und so, weil sie irgendwie das für komisch halten, weil sie das nicht mehr glauben, was die Pfarrer da reden oder sowas. Ne? Aber meine Lieben, das, worum es da geht, ist eine Wirklichkeit und die ist wirklicher als alles, was wir sonst in dieser Wirklichkeit an Verwandtschaftsbeziehungen haben. Also im Grunde geht es um die Erfahrung, in die Kirche so hineinzufinden, so in die Teilnehmerperspektive zu finden, dass du die Erfahrung machst, du bist Familienmitglied. Du gehörst wirklich dazu. Du bist hineinadoptiert. Du bist von einem verlorenen Kind, das irgendwie draußen und allein war, hineinadoptiert in die Familie des Vaters. Zunächst einmal des Vaters. Und wer hat dir den Weg da hinein geebnet? Na, dein neuer großer Bruder, der dich da mit hineingenommen hat, der gesagt hat, ich will, dass du dazugehörst. Wer ist unser neuer großer Bruder? Ja, unser Herr. Und wisst ihr, das Geheimnis Jesu war, das auf der einen Seite so faszinierend war für die Menschen damals, auf der anderen Seite so anstoßerregend, so abstoßend für manche, dass er zu diesem Gott, an den er geglaubt hat, Vater gesagt hat. Mehr noch Abba, also Papa. Wisst ihr, die gläubigen Juden seiner Zeit, die haben natürlich mit völligem Recht gesagt, aber unser Gott ist doch Majestät. Er ist doch der Schöpfer des Himmels und der Erde. Niemand hält seinen unmittelbaren Anblick aus. Niemand kann das aushalten, wenn er ihm gewissermaßen ins Angesicht schaut. Warum nicht? Naja, weil wir so kleine Würsteln sind und dann noch so in uns eingedreht sind, dass wir das nicht aushalten. Ja, wenn wir wie die Sonne leuchten würden, dann könnten wir in die Sonne schauen. Aber wir kommen meistens aus dem Keller. Und da ist dunkel und dann schauen wir in die Sonne und dann bringt uns das um oder macht uns blind. So war die Erfahrung des jüdischen Volkes. Und dann kommt einer und spricht mit völliger, vertrauensvoller, tiefen Identität, Intensität, Vater. Und wisst ihr, wenn die Jünger gefragt haben, Herr, lehre uns beten, dann haben sie danach gefragt, dass sie in so ein inneres Verhältnis finden, wie er zum Vater hatte. Weil Gebet ist Beziehungsleben mit Gott, mit Jesus, mit dem Vater. So haben die das erfahren. Ich sage das immer und immer wieder, meine Lieben, ich hätte so gern mal gehört, wie Jesus das Wort Vater gesagt hätte. Wisst ihr, wenn jemand euch gern hat, der euch wirklich kennt, der sagt euren Namen anders als der bei euch beim Finanzamt aufruft, wenn ihr dran seid. Der dich gern hat, der sagt deinen Namen anders, weil er erfüllt ist davon, von dem, was er von dir weiß und kennt. So sehr war Jesus von diesem Vater erfüllt, dass nachher alle überzeugt waren, das, was er auch gesagt hat, der Vater ist in mir und ich bin im Vater. Und ich und der Vater sind eins.
Und meine Lieben, in dieses Verhältnis holt er dich rein. In diese Familie holt er uns rein. Und das ist Kirche. Kirche sind die Kinder des Vaters. Kirche sind die, die Vater unser beten und es auch meinen. Und nicht einfach so daherplappern, wie wir es halt oft machen, leider. Die es meinen. Wir haben einen Vater. Ja, woher weißt du das? Ich weiß es von Jesus. Ich weiß es von Jesus. Und von ihm und mit ihm lerne ich, Vater zu sagen. Das ist der Geist, der uns erfüllt in der Familie. Und das ist, wisst ihr, wenn wir sagen, was ist der Heilige Geist? Der ist genau das, der uns lehrt, Abba zu sagen. So zumindest sagt es uns der heilige Paulus. Du bist kein Sklave mehr. Du musst nicht denken, Gott hat den Daumen über dir gesenkt und Gott ist das große Gesetz, der sagt, richtig, falsch, du bist raus oder so. Gott ist ein Vater. Abba, du gehörst zu ihm. Komm mit rein. Jesus nimmt dich in die Familie. Kostet ihn das was? Ja, das kostet ihn was. Weil, wisst ihr, jeder von uns ist nicht so toll, dass er automatisch in die Familie passt. Ja, in mir gibt es echt ganz viel, das sagt, ich mache meinen Mist alleine. Bleib mir gestohlen mit dem Vater, der ist mir viel zu übermächtig. Brauch keinen Vater. Den Teil gibt es in mir auch. Wenn du dich fragst, ob es den Teil in dir auch gibt, ja, dann frag dich mal, wie oft du eigentlich richtig Lust hast, Bibel zu lesen. Ja, wahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig oft. Das ist der Teil, der sich regt. Es ist draußen doch irgendwie lustiger und spannender. Nee. Wenn du nach innen findest und anfängst, die Beziehung zum Vater zu leben, hineinzufinden, dann machst du dich auf die große Reise deines Lebens. Die eigentliche Reise deines Lebens ist die Reise nach innen, die Reise mit dem Vater und im Vater. Also du bist berufen, Familienmitglied zu werden. Ja? Kirche ist Verwandtschaft. Kirche ist zuerst Familie. Und wisst ihr, das ist auch ein Geheimnis. Wenn Menschen ernsthaft sich auf den Weg machen, Jesus nachfolgen zu wollen, wenn sie ihn ernsthaft gern haben wollen und von ihm lernen, Vater zu sagen, mit ihm gehen wollen, wenn sie das ernsthaft wollen, die das wollen, die erkennen sich plötzlich. Wisst ihr, du spürst plötzlich, da ist mein Bruder, da ist meine Schwester. Die tickt so ähnlich wie ich, weil ich es mir ausgesucht habe. Nee, weil der Vater mich sich ausgesucht hat und dich und du hast ja gesagt, dass du mitgehen willst. Ja? Okay, Kirche ist Verwandtschaft. Zweiter Punkt, Kirche hat eine Mutter und ist eine Mutter. Jetzt haben wir es vom Vater gehabt und von Jesus gehabt. Und jetzt, ne, wie kann ich eigentlich über Kirche so denken, dass das nicht nur Papst, Bischof, Pfarrer, Institution, Geld, Gebäude, Hilfswerke und sowas ist. Das ist alles auch Kirche und ist auch nicht unwichtig. Es ist nicht unwichtig, dass wir einen Papst haben und eine Hierarchie haben und uns also. Es ist nicht unwichtig. Aber wir sind auch berufen, die Kirche zu lieben. Und im nächsten Punkt werde ich sagen, Kirche ist Wohnort Gottes in der Welt und werde es dann noch ein bisschen mit den Sakramenten ausfahren. Aber zunächst mal gibt es eine einzige Person in der Geschichte der Menschheit, die als Geschöpf so erfüllt war vom Geist Gottes und von der Gegenwart Gottes, dass sie den Gottmenschen hervorgebracht hat. Das ist die Mutter Gottes. Wisst ihr, wenn Jesus von oben kommt, wenn der Vater von oben kommt, wenn Jesus als Geschenk, als Gabe kommt und da ist jemand, der ihn einfach so aufnehmen soll und kann und will, wie er ist, wie Jesus ist, dann gibt es ein Geschöpf, das auserwählt war, sich voll und ganz erfüllen zu lassen. Das ist die Mutter des Herrn. Sie ist die Mutter der Kirche und du darfst dir auch vorstellen, dass wenn du in die Kirche gehst, ja, dann denkt ihr von oben der Vater, von oben der Sohn, naja, der kommt auch dann von unten, weil er Mensch wird. Aber aus wem wird er denn Mensch? Aus ihr. Das heißt, du kommst auch in einen Raum, der gewissermaßen erfüllt ist von ihrer Präsenz. Und wenn er von ihrer Präsenz erfüllt ist, ist er auch von seiner Präsenz erfüllt. Kirche ist zuerst als Person zu denken, zuerst als eine Frau zu denken, in der Gott Wohnung genommen hat.
Weil das ist in der Heiligen Schrift die Hauptbeschreibung von Kirche, Wohnung Gottes unter den Menschen. Wohnung Gottes unter den Menschen. Das ist dann in gewisser Weise natürlich auch Jesus, weil er Mensch wird und wahrer Gott ist. Aber sein Menschsein kommt aus ihr. Und sie ist deswegen gewissermaßen die Antwort auf den Anruf Gottes, dass er in die Welt kommen will. Jetzt stell dir wieder die Familie vor. Du fängst irgendwann an, Papa zu sagen, das ist gut, aber du, also das ist eigentlich sogar das Wichtigste, aber du bist gewissermaßen hineingenommen in eine Gemeinschaft, die auch mütterlich umsorgt ist, die mütterlich getragen ist, die mütterlich gehalten ist, die, in der du aufgebaut wirst, Trost findest, immer wieder hingeführt wirst zum Vater, immer wieder neu. Das ist die Kirche als Person. Und wir glauben als katholische Christinnen und Christen, dass wir deswegen in gewisser Weise die Kirche brauchen, um in ihr zu lernen, Gott zu empfangen und zur Welt zu bringen. Wisst ihr, wenn ihr morgen das Pfingstereignis in den biblischen Lesungen hört, dann hört ihr auch, dass die 12 versammelt waren und mit ihr die Mutter. Warum mit ihr die Mutter? Mit ihnen die Mutter? Ha, weil in ihr der Heilige Geist schon in vollster Weise da war. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es Personen gibt, die gewissermaßen einen weiten Liebesradius haben? Also ich meine zum Beispiel, ich denke immer an meinen Ordensvater Don Bosco. Das war ein Priester aus dem 19. Jahrhundert, der hat Jugendliche bei sich aufgenommen, die auf der Straße gelebt haben. Und hat ihnen geholfen, in ein besseres Leben zu finden und in den Glauben zu finden. Und er hat Einrichtungen gegründet, in die Jugendliche kommen konnten. Und dort haben sie mit Freizeit verbracht, dort haben sie was gelernt, dort haben sie Familiarität erlebt und dort haben sie Glauben gelernt. Aber was ich sagen will ist, die Jugendlichen, die zu ihm gegangen sind, in seine Häuser, die haben nicht gesagt, ich gehe heute in das eine Haus da, in Straße sowieso in Turin. Sie haben gesagt, ich gehe zu Don Bosco. Ich gehe zu Don Bosco. Das heißt, das Haus, die Einrichtung, die er für die Jugendliche hatte, und manchmal waren es Hunderte, das war irgendwie so durchwaltet von seiner Präsenz, von seinem Herzen, von seiner Aufnahmebereitschaft, dass die Jugendlichen wie von selbst gesagt haben, ich gehe zu Don Bosco. Dort waren sie daheim. Und er hatte das große Charisma, die große Gnade, jeden Jugendlichen so aufzunehmen, wie er war, und sich ihm so zuzuwenden, dass er das Gefühl hat, dem geht es jetzt nur um mich. Und so war das auch. Ich gehe zu Don Bosco. Ein Mann mit einem riesigen Herzen, wo ganz viele Platz hatten. Warum? Naja, weil er Sohn des Vaters und Kind der Mutter war. Und wenn ihr fragt, also und er hat diese Antwort mit seinem Leben gegeben, und wenn ihr fragt, von wem ist die tiefste Antwort gegeben worden, welches Geschöpf hat das weiteste Herz gehabt, wo alle Platz haben, dann ist es notwendig die Mutter des Herrn. Also du gehst in die Kirche, du gehst zur Mutter Gottes. Ja? Und dann bei der Eucharistie legt dir der Priester die Kommunion in die Hand und oder in den Mund. Und du kannst dir vorstellen, die Mutter Gottes gibt dir ihr Kind, gibt dir das Baby Jesus und sagt, da hast du es, halt's mal. Oder gibt dir den Gekreuzigten und Gestorbenen und nimmt ihn und gibt ihn dir und sagt, das ist für dich, das ist die Gabe für dich. Okay? Also Kirche ist Familie, Kirche hat eine Mutter und Kirche ist eine Mutter. Versteht ihr? All das, wenn dir im Herzen klar wird, dann fängst du an, die Beobachterperspektive immer mehr zu verlassen und wirst Teil der Familie. Und dann fängt das Drama deiner Selbstwerdung, deines Zu-sich-Kommens, gell? Vorhin das Zeugnis von der Sophia war, ich lerne immer mehr zu verstehen, wer ich bin und wozu ich bin. Meine Lieben, das hört in diesem Leben nie auf, aber das lernst du in der Kirche, wenn du Teilnehmer, Teilnehmerin wirst an dem Geschehen, was Gott mit dir tun will. Ja? Dritter Punkt, Kirche ist Wohnort Gottes in der Welt. Also in diesem Sinn, du gehst in die Kirche
Und du denkst dir vielleicht einmal, es ist langweilig. Nee, hier wohnt Gott. Hier wohnt Gott. Hier ist sofort die Mutter Gottes da. Hier ist der Vater, der auf dich schaut. Und hier kommt der Sohn in der Eucharistie und schenkt sich dir, damit du immer mehr lernst in deinem Herzen, Vater zu sagen und zu meinen. Wohnort Gottes in der Welt. Und es vollzieht sich immer wieder neu in den Sakramenten. Ja? Am tiefsten, am dichtesten, natürlich in der Eucharistie. Taufe bedeutet, du bist hineingenommen in die Familie. Firmung bedeutet, jetzt kriegst du nochmal einen Schub und sagst, du wirst jetzt Kirche und du bist berufen, rauszugehen und Zeugnis zu geben. Davon, was du, dass du Familienmitglied bist. Ja, sage ich gleich noch was dazu. Also Kirche ist Wohnort Gottes in der Welt, in den Sakramenten. Deswegen, wir nehmen ihn auf. Gell? Und hinter dir steht die Mutter Gottes und hilft dir, dein schwaches Ja in ein tieferes Ja zu verwandeln. Wie meine ich denn das jetzt? Wenn ich vorhin gesagt habe, gell, Don Bosco, und die Jugendlichen gehen zu Don Bosco und das Haus ist irgendwie erfüllt auch von seinem Geist, von seiner Atmosphäre, von seinem Umgang mit den Jugendlichen, dann wirst du merken, in dieser Gemeinschaft wirst du ein besserer Mensch. In dieser Gemeinschaft berührt dich dein Herz mehr und du willst irgendwie auch werden wie die anderen, die irgendwie gut sind, die sich von Don Bosco haben anstecken lassen. Du willst auch so werden. Du machst dein Herz weiter auf. Du bist sogar vielleicht beschämt von deinen eigenen Gedanken, die du auch manchmal hast in der Gegenwart von den vielen, die da gut sind. Und du kommst rein und öffnest dein Herz und wirst besser. Ich frage immer wieder, hast du schon mal zu der Eucharistie, die dir in die Hand oder in den Mund gelegt wird, wirklich mit ganzem Herzen Ja und Amen gesagt? Ich staune gerade über die Lieder, die ihr gesungen habt. Gell? Also, und wenn ich singen könnte, ich würde dir alles geben. Gell? Und wenn ich Gelübde machen könnte, ich würde dir alle Gelübde machen. Naja, ehrlich, ich würde manchmal die Klappe nicht so weit aufreißen, weil gell, dann gehe ich raus und mein Alltag ist dann doch wieder ein bisschen erbärmlicher. Hast du schon mal ganz Ja gesagt? Ich ehrlich nicht. Wenn du überlegst, dass das wirklich Gottes Gegenwart, Gottes Opfer, Gottes Hingabe, Jesu Leben für dich ist, hast du schon mal wirklich dein Amen aus vollem Herzen gesagt? Ich, ehrlich gesagt, tue mich hart damit. Aber weißt du, was ich glaube? Hinter mir steht die Mutter Gottes, hält mich an der Hand, macht mich zu einem besseren Menschen und sie hat ein für alle Mal Ja und Amen gesagt. Und in dieser Nähe, in dieser Gegenwart, lerne ich Ja und Amen sagen mit ihr. Deswegen brauchen wir auch die Kirche, damit unsere Eucharistie, unser Empfang tiefer wird, existenzieller wird, unsere Teilnahme besser wird, damit wir uns reinhauen, damit wir Stürmer werden und Verteidiger und Mittelfeldspieler, die den Ball verteilen und Torwärter und Torfrauen und manchmal auch die Blutgrätsche rausfahren, okay, wenn es gefährlich wird. Okay, Kirche ist Wohnort Gottes in der Welt. Kirche macht Gottes Wort lebendig und wahr. Wie meine ich das? Gerade habe ich es von der Bibel gesagt, gell? Ist dir schon mal aufgefallen, ja sicher, wenn du in den Gottesdienst gehst, sagt an jeder Lesung am Ende die Lektorin, der Lektor, Wort des lebendigen Gottes. Wenn er es vernünftig macht, ne? Wenn er nicht irgendein Zeug dazu erfindet. Wort des lebendigen Gottes. Und du sagst normalerweise, Dank sei Gott, weißt aber in den nächsten 2 Sekunden schon nicht mehr, für was du da alles dankbar bist. Ja? Weil du es schon wieder vergessen hast, was in der 2. Lesung aus dem Hebräerbrief gesagt worden ist. Wort des lebendigen Gottes. Altes Testament, Wort des lebendigen Gottes, Dank sei Gott. Neues Testament, Wort des lebendigen Gottes, Dank sei Gott. Evangelium, wir stehen auf. Warum stehen wir auf? Da kommt das lebendige Wort Gottes und wir begrüßen es jetzt. Und wir sagen, Halleluja, Jesus ist da. Halleluja, Halleluja. Gell, der Diakon oder der Priester des Evangeliums vorträgt, küsst das Evangelium. Warum? Jesus ist da in seinem Wort. Und dann wird es noch am Sonntag, wenn es feierlich ist, beweihräuchert und dann gibt es noch einen Evangeliumzug. Und das ist wirklich wichtig. Die Liturgie macht deutlich, es ist wirklich wichtig. Und wir tun es so schwer zu erfahren, dass es wirklich wichtig ist, wenn ich daheim die Bibel lese. Gell? Tun wir uns so schwer. Wer macht Gottes Wort lebendig? Die Kirche macht Gottes Wort lebendig, wenn wir die Kirche richtig verstehen. Warum? Na, aus der Kirche, aus der Mitte der Kirche, aus der Mutter Gottes ist das Wort Gottes lebendig geworden. Und in Jesus kannst du im Grunde anschauen, was das ganze Alte Testament und alle Paulusbriefe meinen. Da ist es anschaubar. Und dann gibt er sich noch hin bis zum Schluss am Kreuz
und haucht sein letztes Wort aus und sagt damit alles, was er zu sagen hat. Und du hast den Deutungsschlüssel für die ganze Bibel in der Hand. In Jesus. Jesus macht Gottes Wort lebendig. Und meine Lieben, ich habe das Privileg, ich muss immer wieder und darf immer wieder über das Wort Gottes reden und predigen. Das heißt, ich beschäftige mich notwendig damit, gell? Aber ich sage euch, es ist immer wieder, weil in mir gibt es auch den alten Adam, der sagt, kenne ich schon, habe ich schon 1000 Mal gelesen, 100 Mal gehört, 50 Mal drüber gepredigt, keine Ahnung. Wenn du dich dann wirklich darauf einlässt, dann manchmal geht eine Tür auf und du spürst plötzlich wieder, das ist echt nahrhaft, das ist was, was die Seele berührt, was dich nährt, was dich wieder gehen lässt, wo du sagst, ja, es ist wahr. Und dann passiert manchmal was, dass ein Mensch kommt, ein Jüngerer oder Älterer, und sagt, Herr Bischof, so wie Sie das heute erklärt haben, gell, das habe ich so noch nie gehört, aber das ist mir so ins Herz gegangen. Und dann denke ich mir, genau, Heiliger Geist, du bist da, das Evangelium ist wahr, alles stimmt. Die Kirche ist der Ort, wo dein Wort lebendig wird. Wir brauchen die Kirche, wir brauchen die Schrift, aber wir müssen auch die Schrift als Teilnehmer lesen. Wie liest du sie als Teilnehmer? Der Papa schreibt einen Brief an dich. Der Sohn schreibt einen Brief an mich. Und die Mutter überbringt ihn dir persönlich. Und sie sagt, ich bin gemeint. Da geht es um mich. Immer. Kirche braucht dein Zeugnis. Jetzt, meine Lieben, je tiefer du ein Teilnehmer, eine Teilnehmerin wirst und nicht draußen stehen bleibst und sagst, was machen die denn da? Da neigehen für jemanden, der ein bisschen distanziert der Kirche ist und dann sieht, wie die alle Lobpreis machen und die Hände heben und so. Das ist für manche echt strange, vor allem irgendwie, ne, wir sind hier in Niederbayern und der Niederbayer an sich, der ist ja bisschen, ne? Manchmal, ich bin ein Oberpfälzer, wir sind so ähnlich, gell? Braucht ein bisschen, bis er irgendwie sich da so neilässt. Man bleibt lieber in der Beobachterperspektive, da hat man die Dinge in Kontrolle. Wenn du dich reinlässt und das Ganze ist ehrlich und es geht wirklich um Jesus und es geht wirklich um Gott und die Mutter Gottes ist da und trägt es mit, dann macht es was mit dir. Wenn du dich öffnest, wenn du bereit bist, Teilnehmer, Teilnehmerin zu werden, dann macht es was mit dir. Was macht es denn mit dir? Du selber wirst immer mehr Kirche. Du selber wirst immer mehr marianisch. In dir gewinnt das Wort Gottes Raum. In dir fängst du an, irgendwie aus dem zu leben, was deine neue tiefe Überzeugung wird. Du wirst in gewisser Hinsicht, sagt die Schrift, sagt der Paulus, neue Schöpfung, neu geboren, da ist was Neues in mir. Ich sage euch ehrlich, auch persönlich, mein persönliches Zeugnis. Ich bin erst, natürlich war ich lange Ministrant und war dann lange auf der Suche, aber so die eigentliche innere Umwälzungserfahrung, dass ich gesagt habe, ich glaube wirklich, dass Jesus da ist. Ich glaube wirklich, dass er mein Leben erfüllt, ist bei mir erst mit 28 passiert. Und dann habe ich den Weg weitergesucht und seitdem ist es ein Abenteuer sondersgleichen. Ja, und ich spüre hoffentlich, na, der alte Adam kämpft auch wie blöd, aber ich spüre immer mehr, wie er mein Leben führt und trägt und begleitet und mich immer mehr in die Teilnehmerperspektive bringt. Ich bin natürlich auch versucht, draußen zu bleiben und sagen, naja, was ist das für ein Saftladen, gell? Auch bei meiner Ordensgemeinschaft, was war das für ein Saftladen? Ne? Aber wenn ich dann ehrlich auf mich schaue, ich bin auch immer wieder selber Saftladen. Ja? Wahrscheinlich merkt jeder und jede manchmal von sich, dass sie auch Saftladen ist und noch nicht heilig. Und deswegen das Urteil aus der Beobachterperspektive manchmal auch nicht so wahnsinnig gerecht ist. Weil in der Kirche gibt es echt heilige Männer und Frauen, die ihr ganzes Leben reinhauen für ihn. Also, Kirche braucht dein Zeugnis. Deswegen lass dich mit Gott versöhnen, sagt Paulus. Und Paulus definiert manchmal seine Sendung sogar dafür. Wir sind dafür da, uns mit Gott versöhnen zu lassen. Was heißt es in den Bildern, die ich gesprochen habe? Lass dich hineinnehmen in die Familie. Und wenn du zum Beispiel wieder umkehren willst, dafür haben wir die Beichte. Und wenn du jetzt Mist gemacht hast und ihn mir einfach gibst, ich nehme ihn einfach. Ich habe ihn schon am Kreuz für dich annageln lassen, den Mist, den du gemacht hast. Der hängt schon da, ich vergib dir. Du kannst neu anfangen. Du bist wie getauft.
Und meine Lieben, Beichte ist nicht nur Versöhnung mit Gott, Beichte ist auch, weil die Kirche eine Mutter hat, Versöhnung mit der Kirche. Du kommst wieder in die Gemeinschaft, du bist wieder Teil der Familie, du bist reingenommen in die Gottesfamilie und darfst Sohn und Tochter wieder sein. Du bist es auch draußen. Der Vater hört ja nicht auf, dich zu lieben. Der Sohn hört nicht auf, dich zu suchen und einsammeln zu wollen. Unser Problem ist nur, wir lassen es manchmal nicht zu. Wir bleiben lieber draußen, weil es da vermeintlich so schön ist. Gell? Und bleiben dann in unseren schlechten Angewohnheiten oder manchen Süchten oder in welche, dass ich so gern läster über den anderen und so, weil das doch so ein Idiot ist oder ich weiß es nicht. Bleibe ich lieber draußen, gell? Weil das andere ist doch ein bisschen anspruchsvoll. Naja, der Vater gibt dir immer neu die Chance zurückzukehren, sich mit ihm zu versöhnen durch Jesus und Teil der Familie zu werden, Teil derer, die auch eine Mutter haben. Du bist Kirche. Ja, und in diesem Sinne, meine Lieben, der heilige Augustinus sagt einmal, gell, und das ist echt anspruchsvoll, aber auch wunderschön, Kirche, das sind die Menschen, die ihn und einander mit der Liebe lieben, mit der er sie liebt. Also stell dir vor, du bist ein Durchgang. Gell, wenn die Liebe Gottes in dir hineinkommt und du immer mehr du selbst wirst, dann kannst du die Liebe Gottes auch dem anderen geben. Wozu bist du berufen? Zu ganz viel. In 1000 Gelegenheiten, in 1000 Sachen, in 1000 Berufungen und Berufen, so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Aber immer darf dein Leben eine Einladung an andere sein in die Gottesfamilie. Darf deine Sehnsucht sein, dass du andere, mit denen du unterwegs bist, hineinzunehmen, hineinzuholen in die Gottesfamilie. Weil dort, und das darf ich euch auch sagen, wenn du mit Jesus gehst, wenn du auf den Vater bezogen bleibst, lernst Vater zu sagen, dann breitet sich in deinem Herzen der Friede aus. Dann breitet sich der Friede aus. Ich habe echt lange gesucht, was Friede ist und was Sinn macht. Und ich wüsste von nichts anderem mehr zu erzählen als von Christus, meinem großen Bruder, der mich reingeholt hat in die Gottesfamilie. Danke für eure Aufmerksamkeit.